Nehmen den mal runter. Das ist mir zu kompliziert jetzt da, das nochmal so zu machen wie damals mit dem Zaun. Das mache ich so nicht nochmal. Nur um das hier einfach so rüber zu ziehen, geht das so schneller. So. Jetzt ist das natürlich noch nicht so schön. Das noch ein Stück anpassen hier. Und dann dürfte das, denke ich mal, so ganz gut passen. Wir parenten das einfach mal da dran. Dann denke ich mal, könnte das ganz gut aussehen, oder? Weiß ich noch nicht. Weiß ich einfach noch nicht, ob das gut aussieht. Wir lassen das jetzt erstmal so. Aber an sich könnte das gut aussehen. Wo ist denn hier unser... Ach, hier. Was mir nämlich noch eingefallen ist... Lalalalalala. Ihr kennt das ja auch schon. Nee. Warte mal. Machen wir anders. So hier. Dann haben wir es gleich auf der richtigen Dingens. Ich mache es jetzt zu kompliziert, aber ich will sicher gehen. Deswegen der Aufwand. So. Den so ein Stück vor einfach. Der muss nicht mal so weit. Aber so passt das eigentlich. Huch. Oben kann natürlich wieder weg. Brauchen wir nicht. Unten genauso. Dann haben wir da schon mal 2 bzw. 4 Faces gespart. Ich habe das Gefühl, ich rede heute ein wenig leiser als sonst. Mal sehen, wie das dann hinterher so ist. Wo ich eigentlich jetzt ganz gute Einstellungen gefunden habe, muss ich sagen, vom Dingens her. Also vom Videobearbeitungsprogramm hier. Passt eigentlich ganz gut. So, das wäre jetzt schon mal das. Haben wir natürlich jetzt hier wieder eine Menge Kram arrangiert, aber so dürfte das, denke ich mal, auf jeden Fall passen und das dürfte, denke ich mal, auch ganz gut aussehen. Wie gesagt, mit dem Gitter, das weiß ich hier, wie gesagt, noch nicht so genau, aber wir lassen das jetzt erstmal so. Jetzt werde ich den mir mal kurz nehmen. Ja, ich ziehe den jetzt hier manuell runter. Das dürfte passen für die paar Gelegenheiten hier. So, dann muss der hier drauf. Ich weiß gar nicht, wie tief der oben drin ist. Ja, doch schon 1 Meter. Huch. Und dann duplizieren wir das Ding nochmal. Knallen das hier rein. So. Gefällt mir gar nicht so schlecht. Bisher. Überhaupt erstmal gucken. Wo ist denn die Kamera? Ach ja, ich habe ja Fotos gemacht. Ich erinnere mich dunkel zurück. Rendern wir mal kurz. Ja, denke ich mal, kann man auf jeden Fall so gelten lassen. Mit den Dingern hier. Fetzt. Und ich glaube, das sieht auch ganz gut aus, wenn es dann vorne halt ein Stück rauskommt oder hier in der Mitte ein Stück rauskommt, dass das dann wirklich so unterteilt ist, dass man sagt, okay, da ist jetzt quasi der Hausflur und drumrum wird gewohnt. In welchen Abständen wir das dann machen, muss ich nochmal gucken, ob in einem Zweierabstand für die Wohnung oder Dreierabstand oder generell grundsätzlich verschieden mal sehen. Aber so, denke ich mal, kann man das erstmal machen. Wir sind jetzt hier wieder bei einer Dreierhöhe, ne? Ich glaube, ich würde hier gerne aufstocken. Warte mal. Und zwar aufstocken hinsichtlich dessen. Achso, da brauche ich erstmal wieder 2 Männchen, ne? Wo stehen die denn immer so? Das wäre jetzt dann, glaube ich, hier, ne? Ja, genau. Da wäre das andere Männchen hier auf die Schultern. Und dann können wir die nämlich erstmal... Mache das über Extrud, einfach um die Separierung quasi noch drin zu behalten. So, dann haben wir das so. Ich muss das nochmal kurz hier. Hatten wir jetzt überhaupt mit Licht gerendert? Ich glaube nicht. Wo
Wollte ich eigentlich auch machen, dass man in jeder Szene mal Licht hat, aber man kommt ja auch zu nichts hier. Wir sind ja immer am Bauen. Naja, irgendwie spinnt meine Katze jetzt rum. Lelly, was machst denn du? Sag mal, was schaffst dann du? So, jetzt haben wir mal Licht in der Szene. Sieht man direkt ein bisschen besser. Ich glaube, diese Balken können hier wieder ein Stück zurück. Die sind fast ein Stück zu weit draußen. Oder? Für meinen Geschmack. Weiß ich noch nicht. Ich weiß heute so vieles nicht. Ich weiß. Aber, naja, warte mal kurz, die Katze stört. Ach, die Katze ist so schön doof. Das ist hervorragend. Eigentlich überhaupt nicht. Aber manchmal hat sie echt so ein bisschen, wo man sich sagt, na du lieber Gott. So, jetzt müssen wir natürlich hier das Ding nochmal machen. Was hatten wir jetzt gesagt? Invert Faces Punkt 2.5 war das, glaube ich. Invert Punkt 2.5. Und dann hatten wir das irgendwie so ein Stück angepasst, ne? Warte mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf welcher Höhe das genau ist. Können wir uns ja mal kurz hier zurechtschieben in etwa. Dass wir das nochmal halbwegs so hinbekommen. Huch. So hier. Dann können wir das direkt, auf welcher Höhe ist das? So unterm Brustkorb. So, denke ich mal, dürfte das passen. Huch. Delete. Okay. Dann können wir das nämlich auch direkt wieder nehmen hier und extrudieren. Achso, wie weit eigentlich? Ist das jetzt hier richtig, wenn ich das so mache? Ja, ne? Ich glaube ja. So, dann kann der nämlich auch noch eins höher, weil ich natürlich langsamer anfangen will, auch die Stadt ein wenig in die Höhe zu bauen. Ich will ja diese Dreierhöhe nicht unbedingt beibehalten. Das ist jetzt halt nur an dieser Wegkreuzung quasi so vorgesehen. Weil ich würde natürlich gerne etwas höhere Häuser haben, grundsätzlich. Ach, warte mal, ja, der ist ja hier auch noch nicht richtig. Moment. Der muss hier natürlich auch noch angepasst werden. Ach, das wollte ich eigentlich auch mal einstellen. Ja, ich habe irgendwie so einiges noch einzustellen hier, dass man so durch den Bildschirm durchscrollen kann. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert im Window-Mode, weil ich nehme hier noch im Window-Mode auf, weil ich die neuen Bildschirme noch nicht habe. Ich weiß nicht, ob das da geht. So, jetzt haben wir das jedenfalls erstmal so angepasst. Funktioniert doch ganz gut. Wir gucken es uns vorsichtshalber aber nochmal an. Ich denke, das kann sich sehen lassen hinterher. Natürlich, die anderen Fenster müssen noch ausgearbeitet werden, aber das passt dann schon. Save as Image, das können wir auch mal kurz machen hier. Ein paar Fotos habe ich noch gemacht, zusätzliche, nicht viel, 2, 3 nur. Den einen Tag, da habe ich nämlich den zweiten Trailer angefangen. Und da brauchte ich ein bisschen was, um erstmal grundlegend eine Idee zu bekommen, wie der denn dann mal aussehen wird. So, jetzt haben wir das. What's next? Die anderen Fenster könnten wir machen. Oder wir gucken. Achso, genau, was wir noch machen wollten, war folgendes. Die hier wieder ein Stück zurück. Vielleicht so eine Schwarzpunktbreite, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht genau, also eine Origin-Breite sozusagen. Ja, so sehe ich natürlich nichts. Ich muss immer F12 drücken. Und ich glaube, achso, sorry. Kein Licht in der Szene. Warum auch? Ich denke, so reicht das völlig aus. So hat man das ein bisschen abgegrenzt. Da wäre dann Platz für die Türen sozusagen. Ist halt ein schmales Treppenhaus. So dieses typische, was man so kennt. Ne? Wisst ihr Bescheid, nach hinten raus oder so geht es dann, weiß ich nicht, in den Hinterhof. Müssen wir mal gucken, wie wir die Stadtstruktur des Weiteren dann ziehen. Hat man eigentlich auch mal gesagt, dass, mal die Straßen zu benennen, aber ich habe noch keine Idee, wie ich das machen kann, ohne dass es blöd aussieht. Muss ich mal sehen. Mal sehen. Ja, aber bisher haben wir noch zu wenig Häuser, als dass man da schon irgendwie weitere Straßen ziehen könnte. Oder müsste. Oder sollte. So, jedenfalls, weiter geht's mit den Fenstern. Nehme ich mir alle mal. Mache ja auch erstmal so dieses Standardding draus. Denke ich, könnte in Ordnung gehen. Skalieren minus 1. Naja, warte mal, wie ist denn das jetzt? Skalieren Punkt 1.
Nee. Skalieren Punkt 9. Ja. So wäre das. Huch. Dann können wir den nämlich nochmal reinziehen, ein Stück. Vielleicht sogar ein Stück zu weiter. Oder obwohl, das passt vielleicht ganz gut sogar. Ja, doch, das passt doch ganz gut. Naja, die sind jetzt ein bisschen 16 zu 9, die Fenster. Die sind jetzt hier ein bisschen 16 zu 9, die Fenster. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ich werde hier wieder mitten in der Aufnahme gestört. Das kann ja wohl nicht sein. So, jedenfalls. Oder ist das zu weit drin? Ich weiß es nicht. Nee, ach, das passt. Wir lassen das jetzt so. Jetzt machen wir uns da drunter hin unsere obligatorischen Moment. Warum bin ich denn so komisch? Ach so, weil das so ist. So hier. Unsere obligatorischen. Wollte ich sowieso mal überlegen, wie ich das mache, dass die ein bisschen ja, also anders sind irgendwie und nicht immer so halt, ne? Also an sich passt das ja irgendwo ganz gut, das so zu machen. Das gibt einen schönen Abschluss, aber es ist halt irgendwo auch immer das Gleiche. Aber ist nicht alles immer irgendwo irgendwie das Gleiche? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe schon wieder gesagt, ich weiß es nicht, weil ich es aber halt auch immer nicht weiß. So, es ist halt grundlegend erstmal die einfachste Art und Weise, sich irgendwo ein Grundgerüst zu bauen und alles Weitere entsteht eigentlich dann im Laufe der Zeit. So sehe ich das immer, so gehe ich immer jetzt an, im Speziellen jetzt natürlich Blender, an die Dinge heran. Ich baue mir immer erstmal das Grundgerüst, sodass ich sehe, was geht sozusagen. Ja, und dann entsteht alles Weitere daraus. Und eigentlich funktioniert das ganz gut. Und es sieht eigentlich auch meiner Meinung nach soweit immer eigentlich ganz gut aus. Schauen wir nochmal. Naja, ein Stück weiter raus könnten sie jetzt natürlich noch. Aber an sich ist das... es hat ein bisschen was von Altbau fast. Aber die müssen auch noch ein Stück rüber. Ich glaube, die stehen da zu weit nach links. Mal sehen. Oder sieht das jetzt nur so aus? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen. Ja. Huch, ne. So und so. So und so. Juhu, es hat auf Anhieb geklappt. Ich staune. So. Und die links, die rechts müssten noch nach links. Glaube ich. Habe ich natürlich jetzt hier auch wieder halbwegs umständlich gelöst. Das Problem. Könnte natürlich auch am Schatten gelegen haben. Ich habe es jetzt. Moment. Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen am Schatten, dass das so aussah. Aber ein Stück versetzen tue ich sie noch. Tuten tut der Nachtwächter. Einfach, dass es so halbwegs mittig ist, ne? Wisst ihr ja. Wisst ihr Bescheid. So, passt. Passt, wackelt, hat Luft, denke ich mal. Das haben wir erstmal so als Grundgerüst jetzt, an dem wir uns jetzt weiter langhangeln können. Aber jetzt muss ich gezwungenermaßen, weil mein Mitbewohner morgen Geburtstag hat und morgen ist in einer Dreiviertelstunde, jetzt schon in die Küche gehen, weil die da irgendwas vorbereiten. Und da darf ich wohl nicht fehlen und das ist ganz doll wichtig. Und naja, so ist das halt mit Real Life. Ne? Also es kommt immer dann dazwischen, wenn man gerade aufnehmen will. Und naja, oder machen wir schnell noch was? Irgendwas könnten wir doch noch machen. Ach siehste, das können wir vielleicht gerade noch machen. So viel Zeit muss sein. Wen interessiert Real Life? Ich drücke hier nochmal einen Cube rein. Ziehe den mal so halbwegs mittig und skaliere den auf Z. Nochmal auf Z. Noch ein Stück. Ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Sollte mich zumindest wundern, wenn nicht. Müsste, glaube ich, so in etwa sein. Aber so muss man auf jeden Fall ziehen. Wieso ist denn da die Kante so komisch eigentlich? Ach so, das ist... Ach, das ist deswegen. Aha, also da müssen wir gleich nochmal ran. Das sehe ich hier schon. Denn die sind jetzt so weit draußen, dass die da eine Lücke hinterlassen.
Das heißt, ich muss die eigentlich nur noch ein Stück skalieren. Moment. So eine Lücke wollen wir da eigentlich nicht haben. Außerdem ist das hier auch ein Stück zu hoch, habe ich den Eindruck. Kann das sein? Da passt's. Hier passt's auch. Ach so, wir haben ja nur drei. Ach nee, oben war ja noch. Jetzt hat er das oben nicht mitgemacht. Ist ja blöd. Warte mal. So. Nochmal. Wie immer.